Ja, liebe Zuschauer von Babbart Aktuell, erstmal Frank, lieben Dank, dass du heute da bist und das neue Getränkecenter der Rewe-Familie Mai begutachtest. Zusammen mit dem Artem Bischailow leite ich das Getränkecenter. Wir haben viele neue Sachen für euch mit reingeholt, unter anderem das größte Mittelrhein-Weindepot am kompletten Mittelrhein mit 15 lokalen Winzern hier aus der Region. Dann geht es weiter über Biermehlweg, Wassermehlweg, heimische Spirituosen. Generell haben wir uns bestens auf euch vorbereitet. Kommt sehr gerne vorbei, wir sind immer für euch da. Ihr kennt den alten Laden kaum wieder. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, jetzt stehen wir im Herzstück des neuen Marktes, dem neuen Mittelrhein-Weinkortor, auch genannt Mais-Weingut. Wie ihr seht, sind wir hier bestens auf euch vorbereitet. Unter anderem aktuell unser Babbarter Weinfrühling. Da der Weinfrühling ja leider aufgrund der Corona-Pandemie ausfällt, haben wir uns wieder neue Pakete für euch einfallen lassen mit allen 7 Babbarter Weingütern. Hinter mir eine große Auswahl an Weinen aus internationalen Anbaugebieten, unter anderem mit dabei Amerika, Australien, Österreich. Und das Herzstück, wie gesagt, unserer kompletten neuen Abteilung ist quasi der Bobberter bzw. Mittelrheinbereich. Wie gewohnt bekommt ihr alle 7 Bobberter Winzer bei uns. Mit nahezu dem ganzen Sortiment haben wir sie nun vertreten. Den kompletten Bobberter haben angefangen mit dem Weingut Volk, Matthias Müller, Dedinger und Weingart. Selbstverständlich auch noch andere prämierte Weingüter vom Mittelrhein, unter anderem das größte VDP-Weingut am kompletten Mittelrhein, das Weingut Ratzenberger aus Bacharach, das Weingut Goswin Lamprich aus Oberwesel-Dellhofen, die Philips Mühle aus St. Coar. Die Lorelei-Kellerei von der anderen Rheinseite, so habt ihr auch mal den kompletten Rhein im kompletten Genuss mit drin. Und ja, eine hervorragende Spirituosenauswahl, auch noch bestens auf euch vorbereitet. Ein schönes Ambiente, das dazu einlädt, einfach einen Wein zu verköstigen. Ja, wie ihr hier seht, die komplette Bobberter Weinstraße. Unter anderem haben wir es einfallen lassen, damit es für euch einfacher ist und auch für den Tourismus, damit die Touristen unsere Winzer besser erkennen, haben wir die verschiedenen Namen drüber geschrieben. Die bekannten Bobberter Weingüter, das Weingut Michael Schneider, August Perl, Rolf Bach, Königshof, Walter Perl, Lorenz und Heilig Grab. Wie gesagt, wir haben fast das komplette Sortiment der Winzer bei uns im Markt aufgenommen. Unter anderem zum Beispiel vom Weingut Michael Schneider, den weltbekannten Blanc de Noir, aber auch weitere Spezialitäten, die ihr sonst nur bei den Winzern bekommt, wie zum Beispiel beim Weingut Walter Perl, der Winzersekt. Winzersekt wird auf die Champagnermethode hergestellt, ist ein hervorragender Sekt, der überhaupt gar keine Scheu hat, sich hinter einem guten Champagner zu verstecken. Unter anderem auch spezielle Auslesen vom Weingut Walter Perl zum Beispiel. Eine Riesling-Auslese, eine Weißburgunder-Auslese, eine Spätburgunder-Auslese und ein Spätburgunder-Rotwein im Barriquefass gereift. Ein Genuss für den Winter perfekt mit einer Zigarre kombinierbar. Hier die anderen mittleren Weingüter. Worauf ich besonders stolz bin, dass es mir gelungen ist, das Weingut Ratzenberger mit dazu zu holen. Das Weingut Ratzenberger ist das größte VDP-Weingut am kompletten Mittelrhein. Hervorragende, junge, frische Weine, aber auch ältere Weine, die perfekt gelagert wurden. Ein Familienbetrieb mit Tradition. Alle Winzer, die wir hier im Sortiment haben, habe ich persönlich besucht, habe mit ihnen gesprochen, die Betriebe besichtigt, die Keller besichtigt, verschiedene Weinproben selbstverständlich auch gemacht. Also kommt sehr gerne vorbei, wir haben alles für euch perfekt durchgeplant und wenn irgendwelche Wünsche sein sollten, in welchem Weinsegment, uns einfach gerne ansprechen, wir sind für jeden Wunsch sehr gerne offen. Ja, jetzt stehen wir zu einer weiteren Spezialität in unserem Laden, und zwar das Bayern-Franzl- bzw. Craft-Bier-Bereich. Wie ihr wisst, ist aktuell die Corona-Krise, viele Brauereien haben Probleme. Wir haben uns gedacht, auch nicht nur die lokalen Brauereien zu unterstützen, sondern auch etwas weiter in den Süden, runter Richtung München zu gehen.
Bayern hat sehr viele kleine Brauereien, sehr viele unbekannte kleine Brauereien. Daher haben wir uns gedacht, von jeder möglichen Brauerei ein verschiedenes Bier. Mit dabei zum Beispiel ein Whiskyweizen, Dinkelbier, Roggenbier. Also Bier, was hier bei uns in Rheinland-Pfalz quasi gar nicht hergestellt wird, bringen wir aus dem sonnigen Süden für euch hier an den wunderschönen Mittelrhein. So, weiter sind wir beim nächsten Schmuckstück dieser Abteilung, würde ich mal sagen. Ein über 28 Quadratmeter großer, begehbarer Kühlschrank, perfekt für den Sommer. Wie ihr seht, hier vorne 5 Scheiben, wo ihr euch perfekt direkt die eiskalten Getränke rausholen könnt. Selbstverständlich auch gerne die Tür hinten benutzen. Ihr könnt im Sommer Bierkisten, Wasserkisten, Cola-Kisten, alles ohne Vorbestellung direkt hinten rausholen. Für eine spontane Grillparty, wenn ihr abends mal einfach Lust auf ein kaltes, schönes Erfrischungsgetränk habt. Unter anderem in diesem Kühlschrank findet ihr ganz neu eine weitere Zusammenarbeit, die wir geschlossen haben, mit der Rheinmixe. Die Rheinmixe ist eine Mittelrheinschorle mit Wein aus Dellhofen und in Zukunft Rehnser Wasser aus Rehns. Kostet 2,49 Euro. Einfach mal vorbeikommen, probieren. Aktuell noch in der herben Variante, gibt es aber bald auch in einer lieblichen Variante. Ja, das war uns auch ein kleiner Herzenswunsch, das mit reinzuholen und quasi unsere Region noch mehr in die Bedeutung zu rücken. Und euch einfach zu zeigen, wie wunderschön es am Mittelrhein ist und dass wir das Weinanbaugebiet Nummer 1 sind. Wie ihr es gerade gesehen habt, haben wir auch unser Sortiment erweitert im Bereich Bier Mehrweg. Über Weizenbier, über Kölsch, über Altbier, über alkoholfreie Erfrischungsgetränke bis hin zu Astra-Rakete, also Biermischgetränken, findet ihr bei uns eine sehr große Auswahl. Unter anderem haben wir uns auch im Wassersegment erweitert. Wassereinweg, Wassermehrweg, Wasser von unseren lokalen Partnern wie Bergquelle, der Rehnser Mineralbrunnen GmbH. Beim Bierbereich zum Beispiel Koblenzer, Königsbacher oder Bitburger, aber auch weitere internationale Top-Marken haben wir für euch ins Sortiment geholt und haben speziell den Mehrweg-Bereich erweitert. Mehrweg heißt Umweltschutz und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir weiter von dem Einwegbereich runterkommen und uns immer weiter in den Mehrweg-Bereich tun. Deshalb haben wir zum Beispiel auch für euch Trade Island Eistee ins Sortiment geholt. So habt ihr keinen Eistee mehr aus der Plastikflasche, sondern Eistee in einer praktischen 0,3 Flasche. In verschiedenen Geschmäckern. Gibt's mit Wassermelone, Blaubeere, Minze. Einfach mal vorbeikommen und sehr gerne ansprechen drüber. So, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat der Rundgang mit dem Felix gefallen. Unser Felix hat sich so gut weitergebildet, dass wir den hier auch als Marktleiter einsetzen wollen. Du bist jetzt hier der Marktleiter. Dankeschön. Du schmeißt das Ding. So. Unter anderem, Leute, haben wir auch für euch unser Tabaksortiment erweitert und haben Shisha-Tabak mit ins Programm geholt, unter anderem auch den Capital Bra oder Bra. Hookah-Tabak ist dabei, ist auch sehr lecker, ein cremiger Tabak. Dann haben wir hier nochmal frische Tabak, der Bruderherz kann ich auf jeden Fall empfehlen, wirklich sehr, sehr lecker, schmeckt auch gut zum Mischen. Dann geht es hier weiter mit Schläuchen und weiterem Zubehör. Wir werden dieses Programm, was Shisha-Tabak betrifft, auf jeden Fall noch etwas weiter erweitern, werden auch noch mehr Sorten hinzufügen und wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr die wirklich immer gerne äußern. Wir haben einen Haufen Lieferanten, wir haben wirklich extrem viele Leute, die uns dabei unterstützen, unseren Markt hier erfolgreich aufzubauen und unser Sortiment immer wieder zu erweitern bzw. zu verfeinern. Also, wenn ihr Wünsche habt, äußert die gerne. Ja, wir sind immer für euch da. Dann geht es noch weiter, wir haben einen Humidor. Das ist eine Sache, wo ich mich noch selber mit einfügen muss. Und zwar kann man hier unten die Feuchtigkeit erkennen. Die sollte am besten bei 70 bleiben. Wenn sie über 70% geht, ist es natürlich noch besser. Wir haben hier auch eine Regelung,
und auch praktisch, ja, man kann es eine Alarmanlage nennen. Im Büro wird es bimmeln, sobald dieser Humidor-Schrank, sage ich mal, den Geist aufgibt. Anbei habt ihr hier auch eine riesengroße Auswahl an Zigarren. Kann man ganz leicht daran erkennen, Zigarren haben entweder einen milderen Geschmack oder einen stärkeren Geschmack. Hierbei werdet ihr dann sehen, hier sind Stufen abgebildet bei jeder Zigarre. Die Stufe geht von 1 bis 4. 1 wäre also mild, also sprich zahm, ja. Und 4, wo haben wir denn hier eine 4? Haben wir hier unten, haben wir die 4 und die wäre dann zum Beispiel sehr stark im Geschmack, ja. Nicht vergessen, man pafft die. Also hier, die ist da schon sehr, sehr kräftig, ne? Die ist richtig dunkel. Ja, liebe Zuschauer, passend zur Neueröffnung starten wir mit zwei Gewinnspielen. Einmal habt ihr hier eine Bitburger Box zu gewinnen, da könnt ihr Kühlakkus reinschmeißen und könnt hier euer Bier kaltstellen. Das Ding kann man rollen, da ist sogar eine Sicherung mit dabei, ist echt ein super Ding. Gerade für die Zeit zum Grillen, wir sehen ja auch draußen, das Wetter wird auch immer schöner. Passend dazu starten wir auch noch mit einem Heineken-Stuhl, wo diese zwei Sixpacks gratis mit dabei sind. Und als würde das noch nicht reichen, bekommt ihr von uns sogar noch eine Heineken-Decke, falls es abends mal ein bisschen kalt wird. Wir danken euch für euren Besuch. Wir wünschen uns weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit euch. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt oder sonst irgendetwas von uns braucht, Atem und Felix sind immer für euch da. Und wir wünschen euch auch ein schönes Wochenende. Cheers!